Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen bei einem weiteren Fremd-Gameplay-Commentary und zwar hier auf der Map Hardhead Team Deathmatch. Und wir betrachten hier den Spieler Fane, das ist ein Clan-Kollege von dem Ice Like an Angel. Und der spielt hier mit dem Equipment P90 Extended Magazin Rückstoß, FMG9 Akimbo Flash und die Sprungmine Bouncing Betty auch genannt. Und die Perks sind Ruhige Hand Pro, Hardliner und Flinkheit Pro. Seine Abschlussserien sind Vorräte, Predator und AH6 Überwachung. Der Little Bird. So, ja. Dieses Gameplay heißt nicht umsonst Pray and Spray. Wie man schon sieht hier in den ersten paar Sekunden. Unser Kollege der Fane, der hat sich darauf spezialisiert, mit ruhiger Hand und der P90 nur aus der Hüfte zu schießen. Es ist ein erstaunliches Gameplay daraus geworden. Also ich muss sagen, diese Art zu spielen hat er da wirklich fast nahezu perfektioniert. Also es klappt sehr gut, es ist sehr schön, das anzuschauen. Die P90 ist dafür auch sehr gut geeignet und wie gesagt, das Perk Flinke Hand Pro ist für so eine Art von Gameplay unabdinglich. Also Grundvoraussetzung, kann man so sagen. Ja, das schöne Gerät, was er hier hat, die P90, schimmert im goldenen, im goldenen Dress sozusagen. Und ist auf jeden Fall eine recht schöne Waffe, also die spiele ich auch sehr gerne. Ich habe bisher noch nicht wirklich probiert, die voll und ganz im Hüfte-Only-Modus zu schießen, wenn man das jetzt mal so sagen darf. Aber ich werde mir dieses Gameplay auf jeden Fall als Vorbild nehmen, weil das hat er echt gut gemeistert, so kann man das eher sagen, gut gemeistert. Und Respekt an der Stelle nochmal, ist auch relativ schönes Ergebnis geworden, 43,4 Stats, nehme ich jetzt einfach mal so vorweg. Eine KD von 10,75, echt nicht schlecht. Und davon sind dann glaube ich 35% davon waren durch Abschussserien. Also man kann schon sagen, dass das Spiel mit der P90 aus der Hüfte schon effektiv ist. So, ja, was gibt's noch zu sagen? Oh, schöner Triple. AH6 Überwachung, nochmal, die zweite glaube ich. Also das Gameplay geht relativ schnell, deswegen muss ich mich ein bisschen kurz fassen. Unser Junge hier hat sich nicht sehr viel Zeit gelassen. Auch schade, die Predator ging ins Leere. Gehen wir mal ein bisschen auf sein Gameplay ein. Also wie gesagt, unser Spieler, den wir jetzt hier sehen, der Fane, der spielt voll und ganz aus der Hüfte. P90 Gold, hat dabei Vorräte, Predator, AH6 Überwachung. Von den Abschussserien her eine sehr schöne Kombination, wie ich finde. Gerade Vorräte werden von vielen Spielern unterschätzt, denn man bekommt sie, wenn man Hardliner Pro als Perk drin hat, bekommt man sie erstens sehr schnell, zweitens hat man dadurch immer einen stetigen Nachschub an Abschussserienbelohnungen, die meistens sehr gut sind. Also man muss ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt zum Beispiel ständig mit den vorigen Predator-Raketen bekommen würde, ist das schon auch nicht schlecht, weil die Teile sind je nach Spielmodus extrem effektiv. Und damit hat man mindestens, wenn man geübt mit dem Ding ist, mindestens zwei oder sagen wir mal mindestens einen Abschuss. Zwei Abschüsse ist schon nicht schlecht, drei Abschüsse ist natürlich perfekt, aber man hat mindestens immer einen Abschuss. Und das ist auf jeden Fall etwas, was sich sehen lässt. Und mit Vorräten hat man natürlich dann immer auch die Chance, bessere Sachen zu bekommen. Das darf man natürlich nicht vergessen, ne? Man sollte natürlich einen Modus wählen, wie zum Beispiel Team Deathmatch oder teambasierte Modi, wo man natürlich auch eine Chance hat, seine Vorräte vernünftig zu verteidigen. Ja, es wäre halt doof, wenn man sich Vorräte bestellt und dann passiert es, dass man natürlich geholt wird und dann liegen die schönen Sachen da rum und dann kriegt vielleicht irgendjemand eine AC-130 oder so weiter. Das wäre natürlich richtig bitter. Kann man nicht machen. So, gehen wir ein bisschen auf sein Gameplay ein. Hier läuft er jetzt in der Mitte, Hardhead, sehr schöne Map, sehr verwinkelt, muss man sagen. Also, wenn man das so sieht, eine absolute Nahkampfs-Map. Oder hat er ein bisschen Glück gehabt, die Granate, direkt vor ihm explodieren. Jetzt kommt nochmal Predator. Ein Kill. Und seine Vorräte. Und ein Helikopter. Oh, das ist, glaube ich, fast schon das Ende des Gameplays. Also allzu viel gab es jetzt noch nicht zu sagen. Leider. Aber gut. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich glaube, jetzt dürfte es gleich vorbei sein. So viel konnte ich jetzt dazu nicht sagen, aber nichtsdestotrotz, das schmälert natürlich nicht seinen Erfolg auf dieser Map, sein Gameplay. Hat er echt gut gemacht, also wie gesagt, aus der Hüfte mit der P90, echt nicht schlecht, muss ich sagen. Werde ich mir als Vorbild nehmen, ich werde das auch mal probieren. Und ich hoffe, das Fremd-Gameplay-Commentary, sind ja mittlerweile zwei an der Zahl, hat euch gefallen. Wie gesagt, 43,4 Stats, KD von 10,75. Ich bedanke mich an Fane für sein Gameplay, ich bedanke mich an euch, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns dann im nächsten Gameplay-Commentary. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr es hinbekommt, dass ich ein Gameplay von euch kommentiere, schreibt einfach in die Kommentare oder schreibt mir eine PN
Und den Rest regeln wir dann. Ich setze mich dann mit euch in Kontakt und dann machen wir das schon. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Gameplay-Commentary. Bye, bye.